Wir stehen hier am Maidan in der Ukraine in Kiew. Über 100 Menschen sind vor einigen Jahren für Demokratie und Freiheit hier gestorben. Kunst erinnert daran. Auch in Salzburg sind tausende Menschen für Demokratie und Freiheit vor vielen Jahren gestorben. Der Dachverband der Salzburg Kulturstätten und die Salzburg Kulturszene erinnert zum Beispiel mit den Stolpersteinen daran. Kunst kann erinnern helfen.